Mein Name ist Annette Hienichen. Ich komme von der Firma Webbit, Gesellschaft für neue Medien hier aus Dresden. Und ja, wir möchten heute gerne so eine kleine moderierte Diskussionsrunde vielleicht auch mit euch halten zum Thema Template Engine und verschiedene Extensions. Und wir würden dann gerne erstmal uns vorstellen, dann mal ein paar Erfahrungen von uns mit Einsatz von einigen Extensions vorstellen und dann eigentlich gerne in eine Diskussionsrunde mit euch treten, wie eure Erfahrungen sind, was ihr schon verwendet habt und wo es hakt und was ihr gerne möchtet. Genau. Ups, ihr habt dann nochmal die Übersicht zum Plan. Und dann steigen wir schon ein. Webbit Gesellschaft für neue Medien ist, wie gesagt, eine Dresdner Internetagentur und es gibt es seit 1997. Aktuell haben wir 55 feste Mitarbeiter und 2 Standorte in Dresden und in Frankfurt am Main. Hauptsächlich machen wir Entwicklungen mit Content Management Systemen wie Typo3, Sitecore und OpenText und auch eigene Applikationsentwicklungen mit .NET und Ruby. Wir sind eingetragenes Typo3 Association Silver Member und haben seit 2004 Erfahrung in der Typo3-Entwicklung. Und haben auch schon mehr als 50 Projekte erfolgreich mit Typo3 umgesetzt. Genau. Und außerdem tun wir auch fleißig contributen und eigene Extensions schreiben, wenn uns die Zeit dafür zur Verfügung steht. In Dresden und in Frankfurt am Main. Genau. Ich möchte euch jetzt mal ein kleines Projekt von uns vorstellen, eine Corporate Website. Vielleicht habt ihr die schon gesehen, Schlosserland Sachsen. Das ist ein Kunde für Schlossbetriebe in ganz Sachsen. Das heißt, jedes Schloss Moritzburg zum Beispiel, oder Schloss Kolditz oder was haben wir noch, Albrechtsburg, Meißen, Stolpen, haben eine eigene Microsite, die wiederum unter der Dachseite vom Schlosserland Sachsen zusammengefasst wird. Die ganzen Microsites von den Schlossobjekten haben wir in einer Typo3-Installation zusammen mit der Dachseite, also viele Seitenbäume, viele Konfigurationen. Und wir nutzen eine Extension, die wir selber geschrieben haben, für Events. Die eigenen Schlossobjekte können sozusagen ihre eigenen Events eintragen und können dann diese zusammen über den Filter wieder auslesen. Genau, bloß das mal so als kleine Vorstellung. Jetzt unsere Motivation zu diesem Vortrag. Warum wollen wir eigentlich mit euch diskutieren? Wir haben halt immer mehr die Anforderungen des Kunden, die über normale Gestaltung von Text mit Bild drüber hinausgehen. Also ihr kennt das vielleicht selber. Da kommt der Designer um die Ecke und sagt, wir brauchen hier ein Teaser-Element mit Bild und einem Button. Und irgendwie müssen wir halt sehen, dass wir das dem Redakteur wieder flickbar machen. Wir haben bisher oder zum Beispiel auch die Anordnung in 2 Spaltern oder 3 Spaltern. Und dafür brauchen wir halt wieder Nested Content Elements, also verschachtelte Inhaltselemente, die es halt so von Haus aus im Typo3 nie gibt. Seit 2005 haben wir mit Templar Voila gearbeitet, aber in der 7er-Version ist ja die Weiterentwicklung erstmal eingestellt worden. Und da wir viele Kundenprojekte haben, mussten wir halt eine Alternative finden und haben halt so verschiedene Extensions ausprobiert. Und die Erfahrung tragen wir dann gleich nochmal zusammen. Warum wollen wir eigentlich Custom Content Elements machen? Wie gesagt, also ein Teaser, ein Slider, einen verschachtelten 2-Spalter, 3-Spalter, was haben wir noch? Ein Kontaktblock, irgendwas, was der Redakteur ganz einfach pflegen kann, was halt vielleicht nie über eine Extension funktioniert, sondern als Content-Element angelegt werden muss oder soll oder will. Und dafür benötigen wir halt auch die Verschachtelung, zum Beispiel auch für Akkordeons haben wir immer den Fall, dass man halt ein Akkordeon erstellen kann mit verschiedenen Tabs und da drin liegen wieder Inhaltselemente wie Text und Bild. Die Nachteile sind natürlich, dass Editoren ganz leicht Mist bauen können, indem sie einfach Verschachtelungen erzeugen, die nie gedacht sind. Ein 2-Spalter, ein 3-Spalter, da drin wieder ein Slider und da drin wieder was anderes. Also der Redakteur kann halt einfach das
Backend oder das Frontend kaputt machen. Genau, und was auch noch ein Problem ist, sind die Content Constraints. Das ist halt gemeint damit, dass im Zwo-Spalter definiert wird, hier kannst du jetzt wirklich nur Text einpflegen oder ein Bild einpflegen und keinen Slider einbauen. Also damit er halt kein Mist machen kann, braucht man halt irgendwelche Beschränkungen, die man halt anpassen kann. Und wir haben halt noch das Problem zukünftig wahrscheinlich mit dem Frontend-Editing, das ja geplant ist, irgendwie mal umzusetzen. Es wäre halt schön, wenn man das den Redakteuren noch an die Hand geben kann, aber wenn man Custom-Content-Elements benutzt, dann scheint es da wieder Probleme zu geben. Das nur für die Zukunft. Okay, jetzt mal zu den Punkten, die wir so ein bisschen vorstellen wollen. Den klassischen Mode mit Typo 3 Core-Funktionalitäten, wie man da Custom-Content-Elements überhaupt erzeugen kann. Templar Volan nochmal kurz, Fluid Power Typo 3, mit dem wir die meiste Erfahrung gemacht haben. Zu Grid-Elements wollen wir nochmal ein bisschen was zusammenfassen und zu Mask. Kurze Umfrage, wer benutzt was? Mal kurz die Hand heben, wer arbeitet mit klassischen Typo 3 Content-Elementen? Gar keine Custom Content. Okay. Templar Voila, hat das noch jemand im Einsatz? Einsatz schon aktiv auch, also im Sinne von neuer Projekte mit Templar Voila? Echt? Krass. Okay, Fluid Typo 3, Power Typo 3. Ja, das sind viele. Okay. Grid Elements. Okay, annähernd genauso viel. Und Mask schon jemand im Einsatz? Cool. Okay. Dann hoffe ich, dass wir ein paar Erfahrungen noch austauschen können. Genau. Also für den klassischen Modus, die vorhandenen Core-Elemente zu erweitern. Also die Core-Elemente sind natürlich schon implementiert und daher von Haus aus vorhanden. Das ist natürlich ein Vorteil. Wir haben die Integration oder beziehungsweise wir speichern die Daten in eigene Felder in der Datenbank und nicht in irgendwelche Flexforms oder XML-Konstrukten. Wir brauchen keine eigene Datenbanktabellen für die Speicherung. Und die Implementierung ist in Typo 3.8.7 sehr gut. Das heißt, wir haben selber schon eigene Content-Elemente auch erweitert, indem wir die vorhandenen einfach überschrieben haben in unserer Provider-Extension mit Feldern erweitern. Das ist aber ein bisschen aufwendiger und es gibt bisher noch keine so gängige Methode, wie man Dateien abspeichert, wo man die abspeichert. Also, Joe nickt. Okay, dann. Ja, okay, eigene Provider-Extension, ja. Und wir haben halt eine Menge Files, wo wir Sachen ablegen müssen. Also wir müssen TCA schreiben, wir müssen X-Tables-SQL-Anpassungen machen, dann die Local-Length-Files, TypoScript und das Fluid-Template schreiben. Genau, das zum klassischen Modus. Templar Voila. Da haben wir halt ein typisches Click-and-Point-Mapping. Das heißt, ich sehe halt einfach die Struktur von dem HTML und kann das Mapping genau auf den Punkt anpassen, wo ich das halt haben möchte. Containers werden unterstützt. Das heißt, man hat die Möglichkeit, 2- und 3-Spalter zu bauen. Die kompakte Template-Struktur ist von Vorteil und wir haben halt eigentlich eine weite Verbreitung, bis es halt in der 7er nur mit einer erweiterten Extension weiterging. Genau, das ist halt ein Kontrapunkt, dass es eigentlich nie weiterentwickelt wird. Und es keine Möglichkeit gibt, die Content-Elemente so zu beschränken, dass man sagen kann, ich darf nur Text in diesen Container reinbauen.
Und wir haben halt wieder die Speicherung in ein Serialized Array, das heißt, irgendwo in der Datenbank liegt halt ein Datenklops, den man nie wirklich schön auswerten kann. Ja, also weiterverarbeiten. Und ja, das Mapping wird halt auch wieder als Datenbankrekord gespeichert, das heißt, es ist nicht möglich, das zu versionieren. Extension FCI verlangen, da konnte man das machen. Ich weiß aber nicht, ob es die aktuell noch gibt. Weiß gar nicht. Die hatten wir oft im Einsatz. Okay, das war uns auch neu. Gut, dann Fluid Power Turbo 3 ist die Extension, die nach Templar Waller, wo wir die meiste Erfahrung aktuell in der Firma haben, die bei uns häufig zum Einsatz kommt. Hier ist halt für uns ein Vorteil, dass die Konfiguration in einer Datei stattfindet. Das heißt, ich habe die Backend-Konfiguration und die Frontend-Ausgabe in einer Datei. Ich brauche kein Typoskript dafür. Ich kann alles in eine Provider-Extension packen, die die XBase-Struktur unterstützt. Dann kann ich meine Sachen, HTML-Rendering in Partials auslagern, die ich immer wieder verwenden kann. Das heißt, ich habe keinen Duplicate-Code in meinen Templates. Wir haben eine intuitive Grid-Struktur. Es gibt eine Option, das Backend, die Darstellung halt noch anzupassen, dass der Redakteur halt die Ausgabe im Backend halt schon besser sieht oder am Frontend angenähert ist. Dann gibt es die Unterstützung für Content-Element-Constraints, was halt für uns wichtig ist, dass der Redakteur halt Beschränkungen hat mit Allowed- und Denied-Options. Und XBase geschrieben und natürlich könnte man da auch einen Unit-Test schreiben. Und es ist eigentlich sehr gut dokumentiert, was wir bisher so gefunden haben. Die Ärgernisse, die wir jetzt bisher in der Entwicklung so ein bisschen damit hatten, sind halt, dass es einige Bugs gibt, wie zum Beispiel Call Position. Hier hatten wir zum Beispiel einen Bug, wenn man das Page Template wechselt, dass die Content Constraints nie ordentlich greifen. Also das heißt, es wird nie vom neuen Page Template der Content Constraint übernommen, sondern es gibt so einen komischen Mix-up. Und es gibt auch einige Bugs, wie zum Beispiel beim Page bei der Auswahl des Page-Templates, dass Icons nie richtig angezeigt werden oder wenn ich ein neues Content-Element hinzufügen will, dass die Icons für die eigenen Content-Elements nie ordentlich gerendert werden. Da gibt es seit gefühlten 3 Jahren irgendwie Probleme damit. Dann ist natürlich die Verschachtelung in Partials und Layouts und Templates kann halt komplex werden, wenn ich halt ins 5. Partial gucken muss, um zu sehen, wo mein Code ist, dann kann es natürlich schnell ein bisschen unübersichtlich werden. Und die Weiterentwicklung von den Extensions, also wir meinen ja jetzt hier Fluid Content, Pages, Flux und VRS, ist ein bisschen holprig, das heißt, wenn es Updates für diese Extensions gibt und wir alle einspielen, haben wir immer bisher das Problem gehabt, dass irgendwas kaputt war. Ja, und das ist halt ein bisschen nervig, gerade wenn man jetzt einfach ein Update machen will und dann ist alles kaputt. Bisschen ja nervig. Ja? Genau, und was uns jetzt im aktuellen Projekt auf die Füße gefallen ist, im SIMO-Projekt, ist die Backend-Performance. Wir haben da extreme Probleme, dass Sachen immer wieder rekursiv geladen werden, gerade wenn man verschachtelte Inhaltselemente hat. Und wir hatten dort im Backend Ladezeiten von Seiten von 30 Sekunden. Und das ist natürlich dann, da sagt der Kunde auch, hallo. Na, immerhin.
Naja, also er war nie begeistert, sagen wir es so. Und wir haben auch Erfahrungen gemacht, dass mit Wechsel von Page-Templates oder Language-Sachen oder Sprachabhängigkeiten dann einfach die Inhalte weg waren und der Redakteur dann angerufen hat und gesagt hat, ich habe hier gerade was übersetzt, das ist weg. Das ist unschön. Und ja. Und es gibt aktuell keine Roadmap, also man weiß auch nie so richtig, was kommt jetzt als Feature, als nächstes. Und so halt. Was denn? Stimmt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für das Performance-Problem. Weil du halt extrem offen parsen musst, wer du das bei dir aufbaust. Jetzt kurz meinen Kollegen angucken, der das. Ja, auch bei den Performance-Problemen war wirklich die Zuordnung von Parent Content Element und Child Content Element. Vor allem in unserem Fall, wo es an die 100 Child Element. Okay, jetzt kriegt ihr meine Events. Nicht hauen. Du kannst dich frei ausdrucken. Ja, es ist nur eine Zusammenfassung von unseren Erfahrungen. Ihr könnt da gerne was erweitern. Working Content Element Constraints, ja, das funktioniert. In Grid Elements, das ist schön. Dann die Unterstützung von Irre, dass man damit halt die Content Elemente zusammenbauen kann und das Drag and Drop, da kann ich mich noch erinnern, das ist in der 6.2, glaube ich, sogar schon noch mit reingekommen. Das war auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, die sehr geholfen hat. Ja, selber haben wir den Eintrag gefunden auf Manual, glaube ich sogar, dass Custom Content Elements von Grid Elements eigentlich nicht unterstützt wird. Das heißt, die Unterstützung ist nicht dafür. Genau. Genau. Und wir haben halt wieder mehrere Files, in denen wir unsere Struktur ablegen müssen. Template, Flexform und TypoScript. Wobei... Nicht? Okay. Gleicher Grund, warum Flexform ist ja eine Neubarkeit. Flexform machen wir, weil wir eben Custom-Content-Elements damit gebaut haben. Ja, okay, dann? Ja. Dann musste Flexform aber zum Beispiel... Grids kannst du allein mit TypoScript konfigurieren. Und das auch erst, wenn du es genau. Undocumented Changes in Features, ich glaube, das ist zeitabhängig. Da kenne ich mich auch nicht so aus. Und Small Team, wie viel seid ihr aktuell? Also im Moment bin ich das. Alleine. Okay. Yay. Okay. Ja, aber wir warten halt immer, zum Beispiel gerade mit Turbo 3 Updates haben wir halt immer das Problem, wenn wir auf die 8er Version springen wollen, dann ging das bis jetzt nie, weil wir Grid Elements dann nie updaten konnten. Jetzt geht's ja auch wirklich bald. Okay. Und Mars, da kenne ich mich selber vielleicht jetzt nicht so aus. Wir haben mit Mars bisher noch nicht gearbeitet. Da könnt ihr gerne auch Input geben. Ich würde sagen, kannst du das vielleicht ein bisschen übernehmen? Ich gebe das mal weiter. Ich glaube, du musst ja. Ja, also, das war ja nur für die Kamera, das Mikro, ne? Genau. Ja, also, ich muss einfach nur laut reden. Also mit Mars, wie gesagt, wir haben keine praktische Erfahrung damit. Wir haben uns informiert, indem wir Vorträge dazu angeschaut haben bei den Developer Days, irgendwelche Tutorials und so weiter. Und dann haben wir uns versucht, so ein Bild davon zu machen. Und das ist so, wie wir jetzt Mars empfunden haben.
Also was wir cool finden ist, also das ist jetzt eine Zusammenfassung von Mask und Mask Export. Also man nutzt halt bei Mask Core Features. Also gerade wenn man dann Mask Export nutzt, kann man das Ganze in TCA umwandeln und Templates und dann Local Lang und so weiter. Es gibt eine sehr nutzerfreundliche UI, mit der man die Inhaltselemente bequem im Backend einfach zusammenklickern kann, also das Backend-Layout davon, und dann abspeichern und dann zum Beispiel exportieren. Es gibt keine Flexform, sondern Mask verwendet TD-Content und verwendet auch bereits Felder von TD-Content, die es bereits gibt, indem man zum Beispiel sein Textfeld einfach Body-Text benennt als Key und nicht irgendwie Text-Advanced, super bla. Dann wird auch das Feld Bodytext genutzt und das finden wir halt gut. Und wie gesagt, Mask Export erlaubt es, alles als native Core-Elemente oder als Core-Elemente zu exportieren. Dann als eine eigene Extension, die dann diese Inhaltselemente enthält. Und das kann man dann als Provider-Extension nutzen oder whatever. Oder als Content-Elements-Extension, haben wir auch schon gesehen. Den ersten Punkt, das kannst du noch was dazu sagen? Das hast du, glaube ich. Ja, das wurde schon kurz diskutiert. Wenn man so sucht nach Template oder Template-Format. Ach so, ja. Genau. Manchmal überraschend dann, wie vorhin bei unserem Jury-Fakt, der ja mit das ist nur für Struktur gedacht. Und da haben schon gehört, ja, was so. Genau. Weil es nicht ganz genau, genauso wie es hier ist. Genau, also. Ich weiß nicht ganz genau, was macht überhaupt. So wie wir das. Genau, so wie wir das verstanden haben, ist Mask aus unserer Sicht zumindest eher so ein Kickstarter für Inhaltselemente, indem man jetzt zum Beispiel bei einem neuen Projekt die Inhaltselemente alle erstellt und dann mit Mask Export die exportiert und dann die in einer sauberen Form, sage ich jetzt mal, vorliegen hat. Genau. Wenn man die einmal exportiert hat mit Mask Export, kann man das nicht so einfach wieder bearbeiten, sondern man muss dann entweder das, ich weiß nicht, wie da die Best Practice ist, damit hatte ich noch nichts zu tun, also ob man dann, wenn man jetzt zum Beispiel auch neue Elemente dazu bauen möchte, ob man dann halt wieder nochmal neu exportiert als eine neue Extension und die Extensions dann irgendwie zusammenführt, das müsste man mal gucken, da könnt ihr euch gerne äußern oder du dich dann ergänzend. Genau, und Display Conditions sind aktuell, so wie ich verstanden habe, nur möglich, wenn man das erst exportiert und dann die in die TCA reinschreibt. Also man kann keine Display Conditions reinschreiben, während man die Inhaltselemente anlegt. Die Backend-Labels sind noch nicht übersetzbar. Das kann man aber mit Local Lang dann wiederum lösen, wenn man die einmal exportiert hat. Und man kann den LLL-Text in das genau. Genau, das stimmt, das habe ich auch noch gelesen. Genau, und die verschachtelten Inhaltselemente sind noch nicht so flexibel, wie es zum Beispiel wir das gerne hätten. Man weiß aktuell nicht, wie der Stand bei Mask ist, weil die Leute, die das initial gebaut haben, also zumindest bei den Dev Days hieß es, die sind irgendwie nicht erreichbar. Wie das jetzt weitergeht, ob das jetzt jemand übernommen hat oder so, das ist alles irgendwie ein bisschen unklar, alles ungewiss. Aber vielleicht magst du uns jetzt dann mal erleuchten. Ja. Schön. Ja, hallo, ich bin der Gernot von der Firma Webprofil. Wir sind die, die Mask entwickelt haben, also die Idee geboren und dann umgesetzt. Deshalb kann ich da jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Ja, zum letzten Punkt, warum man so wenig hört davon. Wir sind eine kleine Agentur, wir sind 5 Personen, eine Grafikerin, 4 Entwickler, also ich bin auch ein zum Teil Entwickler, neben der Geschäftsführung. Und wir haben also nicht die Ressourcen,
um da ständig dran zu arbeiten, auch nicht das Budget. Wir haben auch leider fast keine Sponsoren mehr bekommen, seit wir es entwickelt haben. Wenn jemand anfragt, dann möchten die Features haben. Wenn wir sagen, ja, möchtest du was beitragen, Entwicklung oder finanziell, dann heißt es immer, naja, so wichtig ist doch nicht. Ja, und wir haben Gott sei Dank eine gute Auftragslage und kümmern uns natürlich dann um die Projekte, wo Geld reinkommt auch und nicht um Open Source, sondern eher nur, wenn Zeit ist. Ja. Und der Stand ist auch so, dass Mask grundsätzlich ja funktioniert und läuft. Wir haben es auch für 8 angepasst für die Typo 3 Version. War auch ziemlich wenig Arbeit, es waren ein paar Funktionen zu ersetzen, die deprecated waren. Aber natürlich gibt es viele, viele Ideen. Wir haben eine kleine Website, mask.webprofil.at, da steht eine Wishlist. Wir haben so 20, 30 Feature-Wünsche, zum Beispiel Display Conditions steht da schon seit 2, 3 Jahren drinnen. Und viele, viele andere ganz coole Sachen. Aber ja, es liegt eben mehr oder weniger auf Eis. Wie heißt die Website? mask.webprofil.at. Da müsste man mit Google auch finden. ja, das ist eigentlich der Grund, warum es eigentlich ziemlich brach liegt oder nur das Wichtigste passiert. Also wenn jemand Interesse hat, mitzuprogrammieren oder zu sponsern, einfach bei uns melden. Könnt ein Feature sponsern oder allgemein was auch immer. Das können wir alles sprechen. Wenn ihr ein Feature machen wollt, bitte zuerst mit uns Kontakt aufnehmen. Einmal hat jemand in den Grundstrukturen was verändert, was uns gar nicht passt, also die JSON-Datei aufsplitten und so Sachen. Das haben wir dann nicht aufgenommen und das ist eigentlich schade um die Arbeit. Hätte er es vorher gesagt, hätten wir es schon klären können. Ich meine, vielleicht hilft es demjenigen natürlich. Aber wir haben auch gewisse Prinzipien, die wir beibehalten wollen. Ja. Zum Schluss noch, ich habe auch überlegt, morgen eine Session dazu zu machen, da Mask, glaube ich, hier doch viele noch nicht so kennen. Also wenn Interesse ist, dann zeigt morgen auf in der Früh. Gut. Ja? Nein. Mask Export ist auch nicht von uns. Das ist von der Nicole Cordes, die hat das gemacht. Wenn ihr die kurze oder in kurz die Entstehungsgeschichte wissen wollt, entstanden ist das auf einem Camp in Mallorca. Es war so die Session wie hier ziemlich. Also wer macht wie diese Inhaltselemente? Und jeder hat so erklärt, der eine Templar Wheeler, das war gerade so frisch im Sterben damals, also vor 4, 5 Jahren. Ja, er stirbt ja immer noch oder ja, wie auch immer. Es gab DCE ziemlich neu, das Flux gab es auch. Manche haben eben selbst entwickelt, PHP-Extensions programmiert mit Spalten, was auch immer. Aber niemand hat gesagt, das ist die Lösung, die sollte jemand machen, jeder nehmen, weil die ist das ultimative geile Ding. Und ich habe mir dann so ein Konzept überlegt, was müsste die Extension eigentlich können? Und da war zum Beispiel drin, alle machen XML in die Datenbank, außer die PHP-Entwickler halt, die haben schon Datenbanktabellen erweitert. Und ja, wir haben auch mit Templar Wheeler gearbeitet früher, das heißt, wir brauchten auch selbst eine Lösung. Und so ist das dann entstanden. Wir haben ein Konzept gemacht und mal ein Prototyp. Der erste war noch mit so einer Textdatei, mit einer Anleitung, kopiert dieses PHP-Snippet dorthin und ändere den Feldnamen und so Sachen. Dann kam schon ein kleiner Prototyp, also ein Backend-Modul und mit denen haben wir ein Crowdfunding gestartet, das wir dann auch geschafft haben mit viel, viel, viel Mühe, viel Zeit. Also die Zeit hätten wir schon Mask entwickelt wahrscheinlich. Und ja, dann haben wir es geschafft und veröffentlicht. Ja, was uns eben auch wichtig war, dass wir Core-Funktionen verwenden und nicht ein eigenes Backend-Seitenmodul machen oder irgend so Sachen. Also das Backend-Modul für den Wizard braucht man natürlich und das generiert auch Typo3-Standard-Sachen, eben TCA und alles, was es eben so in der Typo3-Welt gibt. Und nur aus dem Grund, weil wir dieses Grundprinzip haben, konnte man Mask Export überhaupt dann entwickeln. Das heißt, mit Mask Export kannst du die Config, die Mask on the fly einbaut, exportieren in eine Extension und dann kannst du Mask und Mask Export löschen. Das System läuft mit der einen Config-Extension sozusagen. Natürlich jetzt mit dem Nachteil, du kannst nie wieder ein weiteres Element dazu bauen oder irgendwas, weil Mask dann schon ausgeklammert ist. Ja. Richtig. Also Dev-Server mit Mask betreiben. Ja.
Themen, die man für Inhaltselemente braucht. Ja. Also TCA kann noch viel mehr, was wir da an der Stelle brauchen. Aber es ist auch einfach erweiterbar. Das Mask-Backend-Modul hat das TCA eigentlich im Formularnamen drinnen. Das heißt, um immer ein neues TCA-Feature-Eigenschaft irgendwo dazuzubauen, brauchen wir nur eine Checkbox einbauen oder was auch immer mit dem Namen des TCAs und es funktioniert alles weiter. Das ist keine Programmierung nötig. Okay, danke für die Zusammenfassung, auf jeden Fall. Ja, das war jetzt erstmal so unsere Pros und Cons. Ihr konntet ja noch ein bisschen was vorstellen. Uns interessiert natürlich, wie ihr das so löst, was ihr da eigentlich macht, wo hapert es. Und eigentlich haben wir immer das Problem, dass wir über diese verschachtelten Content-Elemente stolpern, wo wir für einfach eine Extension brauchen, weil wir es vom Core nie gelöst bekommen. Und da wäre vielleicht mal die Frage, ob das irgendwann mal in den Core wandern könnte, so ein verschachteltes Content-Element zu bauen. Das war schon mal eine Anfrage auf den Dev Days. Deswegen muss ich mal kurz klipsen. Oh, das geht, glaube ich, ganz gut, oder? Ist das okay? Gut. Wunderbar. Also, das Feature an sich wird ja benötigt offensichtlich. Das kam ursprünglich von Templar Voila. Wir haben es damals abgelöst wegen dieser XML-Klöpse in einem Projekt, das halt so monströs groß war, dass es wehgetan hat. Deswegen kamen Grid Elements für Strukturen dazu. Das hat nie was mit Templating zu tun gehabt. Das hat auch nie was mit Custom Content Elements zu tun gehabt. Eigentlich die ursprüngliche Aufgabe war nur, wir brauchen strukturierte Elemente. Das wäre auch die Aufgabe für einen Core an der Stelle. Das Problem dabei ist, ich habe das halt mit Christian Kuhn, der ist halt, sage ich mal, so der Mastermind für bestimmte neue Konzepte, die da reinfließen, ist, dass man dafür erstmal im Core eine grundlegende Lösung braucht, um Baumstrukturen sinnvoll abbilden zu können. Und da ist gerade wohl auch Arbeit dran, zum Beispiel für den PageTree. Dass man dort eben in der Lage ist, ein PageTree sauber abzufrühstücken, in relativ geringer Anzahl von Queries, damit einen kompletten Baum zurückbekommt, um damit dann performant in einem auch größeren PageTrees vernünftig arbeiten zu können. Das ist in der Mache, aber eben es dauert. Es dauert länger, weil es halt wirklich ein extrem komplexer Bereich ist, der dann aber dazu dienen soll, Baumstrukturen allgemein mit diesem neuen Konzept im Core darzustellen. Weil faktisch ist Nested Content auch nichts anderes als eine Baumstruktur. Ich habe einfach Header-Elemente, da drin hängen Kind-Elemente, da können noch andere Elemente dranhängen. Die Idee ist also erstmal zu warten, bis der Core damit eine Lösung liefert, die eigentlich für alle Baumstrukturen geht. Für Kategorien, für Content, für Pages, für was auch immer. Weil aktuell haben wir, wie viel haben wir, 3, 4 verschiedene Trees im Core, die verschiedene Dinge tun, aber eben auf verschiedenen Konzepten basieren. Aber die müssten eigentlich auch damit zusammengeführt werden. Wenn das da ist, dann kann man darauf aufbauen, so Nested Content bauen. Bis dahin war halt die Ansage, macht es doch einfach mit dem, was da ist. Wir haben ja Lösungen, sieht man ja, sind ja auch nicht gerade wenige. Und nehmt dafür dann die Lösung, die für eure Projekte am besten passt. Weil dieses Flexform-Gedöns ist auf der einen Seite, sag ich mal, sehr unperformant, hat halt diesen komischen fetten Klops drin, den man rausholen und parsen muss, ist aber einfach zu handeln, wenn man kleine Projekte hat und auf die Schnelle irgendwas zusammenklicken will, ist man mit Templar Voila auch noch gut bedient. Es geht, es funktioniert. Die Frage ist, skaliert das? Und habe ich ein Projekt, wo es skalieren muss, dann lasse ich es lieber weg. Dann nehme ich was anderes. Also wir haben Lösungen da, mit denen wir arbeiten können und zumindest sind jetzt die mir bekannten Maintainer bereit, diese Lösungen so lange zu supporten, bis im Core was da ist. Also das Problem hätten wir nicht, dass es nichts gibt irgendwann und man dann da komplett verlassen in der Gegend rumsteht. Also wir liefern einfach so lange weiter. Bei Grid Elements ist einfach genau die Ansage, wenn der Core irgendwann so weit ist, dass es nicht mehr benötigt wird, stampf es ein. Weil dann muss es ja auch keine Extension mehr geben, die das nochmal extra bastelt. Was wir halt bis jetzt auch bei Grid Elements immer mal machen, ist Features, die gar nichts mit Nested Content eben zu tun haben, auch noch mit reinzupumpen, so Usability-Features, die dann eben auch langsam mal im Core wandern. Immer mal so schubweise, zum Beispiel Drag-and-Drop, weil erst bei Grid Elements drin kam, dann im Core rein. Oder ein paar andere Sachen, jetzt einen Drag-In-Wizard, den wir jetzt gerade planen, oder so Sachen wie Paste-Reference und so Sachen. Das sind kleine Features, die immer mal mitentwickelt werden und in den Extensions eigentlich ganz gut getestet werden können, bevor die dann in Core reingehen. Also wir machen da auch so ein bisschen Prototyping. Das ist so der grobe Plan. Es ist nicht vom Tisch, nur es ist halt nicht in ein paar Monaten zu lösen. Ob da jetzt für CMS 9 in der Richtung schon was kommt, kann ich noch nicht genau sagen. Das wird vielleicht auf der
User Experience Week im April ein Thema werden. Und dann können wir danach nochmal genaueres sagen, wie lange das vielleicht auch dauert. Was bedeutet im Anschluss, wenn du jetzt sagst, wenn im Core was ist, das Kühlelement sozusagen weg, da hast du dann schon eine Migration zu machen? Oder die wirst du nicht brauchen. Wenn es optimal läuft, wird Grid Elements sich bis dahin so weit weiterentwickeln, mit dem Core parallel, dass du dann eigentlich nur noch einen Schalter umlegen musst und dann es genauso weiter funktioniert. Das sind ja im Endeffekt nur ein paar Feldnamen, die sich dann vielleicht ändern. Das grundlegende Konzept wird ja wahrscheinlich identisch bleiben. Du hast einfach Elternelemente, die eine ID haben, du hast Kinder, die IDs haben und hast dann dazu irgendwelche Baumtabellen, in die du das Zeug reinpumpen kannst. Also da wird nicht viel Migration nötig sein, wenn es grob so läuft, wie wir das aktuell so im Kopf haben. Genau, das ist genau der Blueprint war dafür. Der liegt momentan auf Eis, weil halt einfach von Nolli die Ansage kam: Lass erstmal liegen und warte mal, bis ich mit meinen Baumgeschichten fertig bin. Weil ansonsten erfinden wir das Rad dreimal neu und gegebenenfalls auch dreimal anders und das wäre blöd. Deswegen haben wir jetzt erstmal gesagt: Machen wir mal Piano und rennen nicht zu weit nach vorne, damit wir uns da eben nicht gegenseitig auch dann die Beine wegtreten. Das war so der Ansatz. Ja. Müsstest du aber dann schon hier hinkommen, glaube ich. Aber bis du hier hinkommst, kann ich ja nur mal kurz von wegen der Gerüchte zum Thema Grid Elements. Also wie gesagt, Grid Elements war nie dafür gedacht, Custom Content Elemente zu bauen. Wer das macht, kann das über Flexforms tun. Das Flexform-Feld da drin ist eigentlich nur deswegen da gewesen, weil wir das brauchten, um nach einer Migration von Templar Voila in diesem großen Projekt überprüfen zu können, ist das alte XML-Zeug identisch mit dem migrierten Zeug, was wir haben. Deswegen ist das Flexform-Feld da drin. Nur wir hatten es halt auch schon veröffentlicht, die Leute hatten es im Einsatz und wir wollten es denen, die dann im Endeffekt daraus ein TV2 gemacht haben, wollten wir es nicht wieder wegnehmen. Deswegen ist es noch da. Ansonsten nutzt es bitte nicht für Inhaltselemente an der Stelle, sondern nur für Konfigurationen vielleicht, wo halt ein paar Checkboxen, ein paar Dropdowns oder sowas drin sind, aber auf keinen Fall für Inhalte, für Sections oder sonst irgendwelche Sachen, weil es dafür eigentlich nicht gedacht ist an der Stelle. So, gleich mal weiter. Hier schon mal verkabeln. Jo, also es gibt da natürlich so ein paar Aspekte, die man auch noch berücksichtigen muss. Das geht echt schwer, oder? Okay, also der eine Aspekt dabei ist, dass wir verschiedene Achsen in Typo 3 schon haben. Und wenn Entwickler unter uns sind, die auch vielleicht dieses Konzept Inline Relational Record Editing kennen, ja? Also wer kennt Inline Relational Record Editing? Ja? Wer kennt Inline Relational Record Editing mit Übersetzung? Wer ist dabei schon mal auf Probleme gestoßen bei 1-zu-n-Relationen, die Übersetzungen haben? Genau. Das sind natürlich dann genau diese Probleme, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Ja, das schaut jetzt natürlich hier ein bisschen doof aus, auflösungstechnisch. Anyway, das ist das Konzept dazu, Content Crits. Ja? Und die Idee ist dann nicht einfach nur herzugehen und zu sagen, dass man ein Inhaltselement aufspalten kann. Also man hat eine Kolpos, was momentan eine Kolpos, eine Spalte im Backend darstellt. Das ist vielleicht zu wenig. Ja? Sondern man muss das Konzept wirklich auf die komplette Seite betrachten. Und ein Aspekt dabei ist auch Responsive Layouts. Also es bringt mir einfach nichts, wenn ich das aufteile und würde dann sagen, das wird jetzt ausgeblendet oder dargestellt, eben ob ich auf einem XS-Device bin, ob auf einem Medium-Device, also Smartphone oder auf einer großen Darstellung bin. Das reicht nicht aus, das einfach nur für diese Spalte zu betrachten, sondern ich muss das im Ganzen betrachten, für das komplette Backend-Layout. Ne? Ich muss definieren können, wie verschiebt sich irgendwas, wo kommt es hin, wenn es in einer mobilen Darstellung ist. So, und dafür gibt es Überlegungen und Konzepte. Ich wirklich nur gehe ganz kurz auf die Geschichte ein, wie man sich in Grids bewegt, wie man definiert, was hat man für Spalten, die man verwendet in seinem 12er-Grid, wo setze ich meinen Content hin, vor allem auch, wie visualisiere ich dem Editor, dem Redakteur im Backend, dass der versteht, okay, hier auf der Spalte steht wichtiger Inhalt, da stehen, keine Ahnung, der Link zur AGB oder die Key-Informationen zu dem Produkt, das ich verkaufen möchte. Aber diese Information ist nicht mehr vorhanden, wenn ich auf einem Smartphone unterwegs bin. Ja? Das muss ich natürlich im Backend irgendwie visualisieren können und betrachten können.
Ja, und das sind die Überlegungen dazu. Von der Notation her seht ihr, das ist ähnlich, wie es momentan halt in Grid-Elements auch schon ist oder in den Backend-Layouts auch schon ist. Das heißt, es ist eine Definition, eine verschachtelte Definition dieser Columns und habe auch wieder Header und Callspan und so weiter. Aber wie gesagt, das ist momentan halt leider nur Überlegung und Konzeptphase, weil mehr hinten dran hängt. Eben diese Language-Geschichte. Ja, das heißt, wir haben den normalen Inhalt, dann haben wir eine Call-Pause, das ist eine neue Abstraktionsebene, dann haben wir da drin ein Content-Element mit Inhaltselementen, also 1-zu-n-Relation in Irre, deswegen vorhin die Frage. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass man das nochmal aufteilt in irgendwelche Spalten, ja, dann kommt da nochmal eine Ebene mit hinzu. Also nochmal ein Freiheitsgrad, in den ich übersetzen muss. Und die gedankliche Überlegung ist an der Stelle, betrachte ich diese Elemente dann als Container, also Joey hat schön über Baumstrukturen geredet, ist eine Baumstruktur quasi wie Flexform zum Beispiel, ist das ein Dokument, also übersetze ich das quasi als eine Einheit, also das Content-Element samt aller zugehörigen Referenzen, Bilder zum Beispiel, betrachte ich das als ganzes Konstrukt oder möchte ich wirklich hergehen und das einzeln übersetzen? Und das sind prinzipiell diese Überlegungen, die uns momentan eben Kopfzerbrechen bereiten. Was ist der richtige Weg? Und da fehlen halt momentan einfach die Ressourcen dafür, das jetzt einfach durchzuwuppen. Ja? Beziehungsweise wollen wir es auch nicht einfach durchwuppen, weil wir wollen da auch was verwenden, was dann auch Sinn macht. Ja? Also wenn wir jetzt ein Konzept einführen, was dann in der 10 wieder weggeschmissen wird oder neue Bugs beinhaltet, muss man leider gestehen, ist halt auch in der Vergangenheit passiert, dass manche Konzepte nicht zu Ende gedacht waren, nicht hundertprozentig zu Ende gedacht waren. Ist uns bewusst, dass das so ist und hier wollen wir das aber vermeiden, indem wir halt mehr Zeit investieren. Heißt aber nicht, dass wir nicht dennoch daran arbeiten können. Also wenn sich hier eine kritische Masse entwickelt an Menschen, die daran mitwirken möchte, dann ist das natürlich auch gern gesehen und dann können wir da natürlich auch mehr Ressourcen und mehr Zeit auch wieder investieren. Eben, wenn wir jemanden haben, der sich verbindlich darum kümmern möchte. Darum geht es letztendlich. Ne? So eine Verbindlichkeit, sich dieser Thematik anzunehmen und da weiterzumachen. Das ist Open Source, jeder kann mitwirken. Ja? Wir müssen es aber irgendwie koordinieren und ein bisschen steuern, damit dann am Ende auch dieses Gesamtkonzept eingehalten wird. Jo, das ist eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen wollte, so aus Sicht des Core-Teams. Oder wieso gibt es das momentan noch nicht, ist so in Teil der Antwort. Sieht einfach aus, aber es liegt noch wesentlich mehr dahinter. Vielen Dank für die kurze Zusammenfassung. War auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an die Leute, die hier da sind und diese Extensions entwickeln, mit denen ihr arbeiten müsst? Probleme? Wo drückt der Schuh? Grid-Elements ein und ich denke, da ist das angemessen und richtig. Ne? Das kann man damit machen, ja, allerdings dann eben nicht mit strukturierten Spalten direkt, sondern du brauchst im Endeffekt einen Zwischencontainer. Das heißt, ja. Du hast einen großen Container außen drumherum, kannst dann da rein mehrere Einzelcontainer legen und in den kannst du irgendwas platzieren, wie du brauchst. Genau. Das ist dann so ein flexible Column-Konzept. Ja. Das geht. Also dafür würde ich Grid-Element jetzt verwenden. Habe ich irgendwas übersehen, wofür ich es auch verwenden würde, wenn ich einen anderen Anwendungsfall? Da müsste ich jetzt drei Sätze zu sagen. Moment, dann stehe ich nochmal auf und kriege es alle mit. Ich habe das eben in der Grid-Element-Session auch schon gesagt. Genau genommen gibt es drei verschiedene Containertypen. Das eine ist ein Containertyp, der einfach nur Elemente gruppiert. Da geht es darum, ich schmeiße da irgendwas rein und ich bin einfach zu faul, immer alle Elemente einzeln anzufassen. Ich kann die am Stück nehmen, irgendwo hinpacken und habe immer meinetwegen eine Adresse, ein Bild und irgendwas anderes, was ich im Impressum verwende oder was auch immer. So, das ist der erste einfachste Container, da brauche ich eigentlich gar nichts machen. Div-Container drumherum, das war's. Der zweite Typ wäre eben so strukturiertes Gedöns, das heißt entweder vorgegebene Strukturen, ich sag mal drei Spalten nebeneinander, darunter eine quer und dann noch was. Oder so wie du es gerade gesagt hast, ich habe halt dann mehrere Spaltencontainer, die ich da reinschmeißen kann und mache dann ein X-to-N-Column-Element. Da geht es nur um Struktur. Und das dritte ist funktionale Container. Das heißt, ich habe einen Container, den nenne ich meinetwegen Akkordeon.
Oder ein schönes Beispiel ist Slider. Ich nenne den Slider und weil der Slider heißt, ist es so, ich schmeiße da einfach Bildelemente rein, die ich aber nicht extra definieren muss. Ich nehme einfach Standard-Bildelemente und weil die da drin liegen, verhalten die sich im Frontend-Output anders und produzieren einen komplett anderen Code. Das ist halt so grob die Zusammenfassung für Grid Elements, was man damit machen sollte. Den Rest lieber nicht, das ist dann für andere Extensions. Ja, danke. Noch jemand von euch irgendwas? Nein, keine Probleme. Erfahrungspunkte? Was nutzt ihr gern? Hatten wir vor uns fast ein Drittel, glaube ich. Also, ich werde, glaube ich, folgendem Weg folgen, solange das geht, nehme ich Standard Typo 3. Wenn ich die Funktionalitäten brauche, die Joey erwähnt hat, dann will ich Grid Elements dazu nehmen. Und wenn ich flexible Content Elemente haben will, dann würde ich jetzt dem Mask vertrauen und das dann wahrscheinlich machen und exportieren. Und mir im Zweifelsfall merken, wie ich das gemacht habe, damit ich später das nochmal machen kann, wenn ich noch irgendwie einen Eindruck davon machen müsste. In dem Blueprint steht nämlich etwas drin, was wir vielleicht hinkriegen sollten. Wir brauchen die richtigen Begrifflichkeiten für die Dinge, die wir verwenden wollen. Ein Flexible Content Element ist nicht das, was Mask macht. Mask macht Custom Content Elements, also du kannst Elemente definieren, die dann in TT Content abgelegt werden und die sind Custom. Ein Flexible Content Element wäre sowas, wie Templar Volar das gemacht hat. Das heißt, du hast irgendeine XML-Struktur, wo der Redakteur, während er es benutzt, auf Plus klicken kann und dann wird da irgendwas hinzugefügt, irgendein Feld oder sonst irgendwas, das ist dann flexibel. Das ist ganz wichtig, weil wir haben nämlich teilweise einfach das Problem, dass Leute eben sagen, ja, ich will unbedingt FCEs haben, weil Flexible Content Element, weil feststehender Begriff, der sich etabliert hat, meinen aber eigentlich was ganz anderes. Und das müssen wir unbedingt auch festlegen, wenn wir in diese ganze Diskussion rein wollen mit Structured Content, was wir damit eigentlich meinen und was wir damit nicht meinen. Damit nämlich dann auch diese ganzen Gerüchte nicht entstehen, das müsste eigentlich das alles können, aber es kann ja gar nicht, ist ja alles Mist. Nee, sollte es eigentlich auch nie, weil es dafür gar nicht gedacht war. Na, und deswegen gibt es diesen Blueprint, also es gibt halt überhaupt, ich weiß nicht, wie ihr wisst, ob es euch bekannt ist, dass es diese Blueprints gibt in dem Wiki. Das wäre vielleicht auch so ein Ding, was man mal etwas besser propagieren könnte. Es gibt halt ein Wiki, wo Blueprints drin sind für neue Core-Features, für alle möglichen Ideen, wo erstmal wirklich nur zusammengetragen wird, wie sollte es funktionieren, wie wollen wir das nennen, was soll das können, wofür brauchen wir das und wo wollen wir damit hin, damit wir eben nicht irgendwo losrennen, wie wir das bei anderen Konzepten hatten, die dann irgendwann knallen, aber trotzdem im Core drin sind. Und da könnt ihr einfach mal suchen, also im Typo 3 Wiki, auf typo3.org gibt es eben solche Blueprints, auch für Structured Content, aber auch für ganz viele andere Sachen. Und da kann man sich auch an Diskussionen beteiligen, kann eben dieses Wiki mit bearbeiten und da seine eigenen Gedanken und Beiträge mit reinschreiben, selbst wenn man jetzt kein Coder ist, aber einfach auch Anforderungen reinschreiben. Das brauchen wir so, weil. Und das wäre halt mal so ein Ding, wo sich alle dran beteiligen könnten. Das heißt, du redest von wiki.typo3.org. Okay. Okay, das war auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ich meine, passieren auf Ruin-Pages, also mit Flux,
Okay. Okay, also wir haben die Zeit ein bisschen überzogen, aber danke für euren Input, danke an euch, dass ihr das so zusammengefasst habt, das war sehr schön und für die Aussicht für den Chor, das war auch sehr interessant. Ja, vielen Dank. Danke.